Ja, zuerst einmal, mir geht's gut. Also das Spiel, die Halbzeit für mich war sehr wichtig. Jetzt gerade nach den zwei Trainingseinheiten, die ich jetzt wieder mit der Mannschaft gemacht habe. Das Spiel an sich, ich glaube, das tut uns allen ganz gut, wenn gerade jetzt gestern ein Spiel war und viele auf der Bank waren oder spät erst einen Einsatz bekommen haben, viele jetzt auch noch gar nicht im Kader waren. Wenn du trotzdem im Rhythmus bleibst, gerade noch in der Vorbereitung, die ja bekanntlich noch nicht abgeschlossen ist. Ich glaube, der Test war gelungen. 4-4-0. Klar, hätten sicherlich noch ein, zwei Sachen besser passen können, aber ich glaube, so in der Konstellation haben wir jetzt auch noch nicht zusammengespielt. Deswegen war es, glaube ich, okay. Und ansonsten, ja, bin ich gesund aus dem Spiel rausgekommen. Das ist für mich persönlich natürlich ganz gut. Ja, gut, ich glaube, dadurch, dass ich jetzt die letzten 2 Wochen relativ wenig machen konnte, viel alleine nur trainiert habe und jetzt, wie gesagt, erst den dritten Tag und dann wieder den Ball am Fuß habe, glaube ich, ist bei mir noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich glaube, das kriege ich relativ schnell hin. Werde jetzt auch, wenn die Jungs einen freien Tag haben, noch mal ein bisschen alleine was machen, damit ich mir relativ schnell wieder auf das Level zurückkomme, wo mich der Verein natürlich auch haben möchte. Ja, es war schon ein beschissener Zeitpunkt, weil du natürlich dann auch gerade ja, da im Trainingslager jetzt relativ wenig machen konntest. Du lagst eigentlich größtenteils nur auf dem Zimmer, weil du musst erst mal abwarten, dass sich das alles wieder beruhigt, damit das nicht neu gereizt wird. Konntest also, war relativ langweilig, ehrlich gesagt. Aber ja, jetzt ist es ja Gott sei Dank relativ schnell dann auch wieder, schnell in Anführungsstrichen wieder weggegangen. Und jetzt kann ich Gott sei Dank wieder alles machen und jetzt ist es auch wieder ein bisschen spannender. Es ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass ich grundsätzlich eigentlich mit der Belastung immer relativ gut klarkam. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass ich so weit hinterherhinke. Natürlich, die Jungs haben das Trainingslager gut genutzt, das merkt man. Aber ich ja, merke schon, dass ich jetzt auch die Halbzeit gut verkraftet habe, sicherlich auch länger spielen konnte, aber es war im Vorfeld so abgesprochen, dass ich nach einer Halbzeit rausgehe, damit auch nichts wieder aufbricht. Und ansonsten ja, denke ich mal, das wird jetzt nicht über Monate dauern, dass ich dann auf das Fitnesslevel komme der anderen, sondern das wird relativ schnell gehen. Nö, ich werde jetzt erstmal zu. Also klar, ich werde mich jetzt natürlich erstmal grundsätzlich ein bisschen auch um mich kümmern müssen, dass ich jetzt erstmal das nachhole. Das steht für mich natürlich im Vordergrund. Und ansonsten steht natürlich aber auch irgendwie die Mannschaft über allem. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt im Vordergrund presche und jetzt sage, ey, so pass auf, ich bin jetzt zurück und jetzt, ne, läuft alles wieder so wie ich mir das vorstelle, sondern die Mannschaft steht im Vordergrund und die sollen die Spiele gewinnen. Das haben sie jetzt auch gut gemacht in den letzten ein, zwei Wochen. Und ich glaube, jeder sollte da sein Ego auch ein bisschen zurückschrauben. Ja, ich glaube, wir haben sogar jedes Spiel gewonnen. Klar läuft das gut, aber es ist natürlich auch immer, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber es ist natürlich auch eine Situation, wo man jetzt sich nicht irgendwie zurücklegen sollte und denken sollte, es läuft jetzt alles von selbst. Ist natürlich, Vorbereitung lief gut. Ich glaube, wir haben die auch gut genutzt, zumindest für unsere Verhältnisse. Viele sind ja auch später gekommen. Aber jetzt, nächstes Wochenende zählt halt, ne? Und danach wirst du auch gemessen.